das finale Kapitel. Der Zweikampf der Finsternis. Als wir den Saal betraten, blitzte es draußen. Ein riesiger Raum gab sich vor uns zu erkennen. Am Ende des langen Teppichs, auf dem Boden, die dunkle Macht, noch immer im Besitz von Lord Eckes Körper. Ja, ihr habt es wirklich geschafft, eine Rettung zu finden. Ihr habt diesen Versager Nick Cross mal beiseite geschafft. Und nun steht ihr hier und wollt mich herausfordern. Mich, euren Gott. Die Essenz blickte zu mir. Doch ich hätte es mir denken können. Ich hätte dich nicht laufen lassen sollen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis du das Geheimnis lüftest. Und wie gefällt es dir? Sei ruhig, wir alle wissen, weshalb wir hier sind. Also lass uns nicht lange um den heißen Brei herumreden. Nun gut, wenn du es so willst. Blitze schossen vor uns nieder. Dann fangen wir an. Sehen wir mal, welche Macht die einzig wahre ist. Ich vereine beide Essenzen. Ich bin dazu bestimmt, diese Welt zu vernichten. Und euch lächerliche Pokémon, mit ihr. Der Moment war gekommen. Der Beginn unseres großen Abenteuers, welcher durch Günthers Ankunft in Silberdorf markiert wurde, war nun genau ein Jahr her. Der passende Zeitpunkt, um alles zu beenden. Die Schlacht verlief ziemlich genau so, wie ich es erwartet hatte. Die meisten meiner Freunde, außer Günther, konnten nicht viel ausrichten, aber die dunkle Macht interessierte sich auch nicht für sie. Sie hatte es anfangs vor allem auf Günther abgesehen. Er besaß das reine Element und ich hatte seine Kraft bereits zu spüren bekommen. Doch nun war es anders. Nun war ich stärker als all meine Freunde zusammen. Ich versuchte insbesondere meine Vorteile, die ich hatte, klug auszuspielen, während Günther den größten offensiven Anteil übernahm. Die meiste Zeit des Kampfes war ich damit beschäftigt, die Angriffe der dunklen Macht zu lernen und abzuwehren. Durch meine Fähigkeiten als dunkler Rächer fand ich hierbei manches heraus. Anders als ich kann die dunkle Macht selbst sich nicht teleportieren, selbst wenn es in Lord Eckes großer Schlacht damals laut seinen Erzählungen so aussah. Durch meinen Zeitlupenblick konnte ich erkennen, dass sie sich nicht teleportierte. Sie bewegte sich einfach nur in einer ungeheuren Geschwindigkeit, sodass kein normales Auge sie je entdecken könnte. Der Kampf verlief einige Zeit weiter, bis die dunkle Macht ihren Fokus erst einmal auf mich legte. Für mich machte es den Kampf deutlich schwerer, doch ich schaffte es, den meisten auszuweichen und gab somit meinen Freunden jede Gelegenheit, die sie brauchten. In einem Kampf wie diesem zählte jeder verursachte Schaden, und selbst wenn es nur die kleinsten Kratzer waren. Die dunkle Macht kämpfte aber nicht lange weiter, da sie auch bemerkte, dass diese Technik ihr noch weniger half. Da alles für sie vergebens war, schien sie zu zweifeln. Auf einmal geschah etwas Unerwartetes. Die dunkle Macht und das reine Element schossen aus Lord Eckes Körper heraus. Er selber lag regungslos am Boden, während die beiden Instanzen sich vereinigten. Ihr habt euren Spaß gehabt. Der schwache Körper eines jämmerlichen Pokémon schadet mir einfach, selbst wenn es der Auserwählte der Wurzelwelt ist. Ich werde all dem Getue ein Ende setzen. Vor uns schwebte nun ein seltsames Wesen. Es war keine Kugel wie die dunkle Macht. Es sah aus wie eine seltsame Wolke. Eine grell-lila leuchtende Wolke mit einer Art drückenden Ausstrahlung. Die dunkle Macht war von einem Wesen, das die Körper von Pokémon benötigt, um mächtig zu sein, zu einem eigenständigen Dämon verwandelt. Mit diesen neuen Bedingungen ging der Kampf weiter. Doch nach der Verwandlung der dunklen Macht änderte sich der Kampfverlauf drastisch, so wie es bereits zu erwarten war. Der Dämon griff jeden einzelnen von uns beinahe sekündlich an. Selbst ich schaffte es nicht mehr wirklich auszuweichen. Ich versuchte die dunkle Macht zu stoppen, so wie ich Giratina und Yveltal im Kampf gegen die drei Wächter gestoppt hatte.
Dieses Mal brauchte ich gar nicht so viel Kraft, um die Technik einzusetzen. Die Explosion lenkte zumindest manche Angriffe ab, doch mein Angriff prallte gegen Stahl, rein metaphorisch gesehen. Dieses Wesen konnte nicht mehr verletzt werden. Alles stand gegen uns. Doch ich hatte noch Hoffnung. Mir kam eine Idee in den Sinn. Ich benutzte eine Technik, mit der ich die Zeit verlangsamen konnte, nicht nur vor meinem inneren Auge, auf die dunkle Macht. Nun war sie zwar völlig unverwundbar, der größte Nachteil dieser Technik, doch es verschaffte uns eine kurze Pause, in der ich den anderen meinen Plan erklären konnte. Freunde, wir können diesen Kampf so nicht gewinnen. Aber es gibt noch eine Hoffnung, den Sieg davon zu tragen. Sagt euch das Ausgleichsritual etwas? Latias und Latios schien es sehr offensichtlich etwas zu sagen. Das Ausgleichsritual? Wie sollen wir das schaffen? Dieses Ritual hat noch nie im Verlauf der Geschichte funktioniert. Weil alle es falsch durchgeführt haben. Weil man benötigt die Kraft des Lichtes und der Dunkelheit bei der Beschwörung. Ansonsten scheitert man. Wir haben beides auf unserer Seite. Und wie funktioniert dieses Ritual? Alle Elemente dieser Welt müssen sich vereinen. Daraus entsteht eine Macht, die sowohl Licht als auch Dunkelheit neutralisiert. In unserem Fall reines Element und dunkle Macht. Meinst du mit den Elementen etwa Raum, Zeit und Traum? Wo sollen wir die denn auf einmal herbekommen? Jedes Pokémon trägt diese Elemente in sich. Doch bei allen sind sie unterschiedlich ausgeprägt. Pokémon, die immer im Hier und Jetzt leben, sind Pokémon des Raumes. So wie ihr, Latios, Latias. Pokémon der Zeit erkennt man daran, dass sie stark in ihrer Vergangenheit hängen und wenig Bezug zu ihrer Gegenwart haben. So wie du und Hydropi. Und Pokémon des Traumes sind jene, welche immer mit dem Kopf in den Wolken leben. Sie sind sehr selten, doch es gibt sie. Und hier in unserem Team wärst das wohl du, Floink. Hiermit sprach er den einen Punkt, der alles zum Scheitern bringen konnte, an. Nein, ich und Günther sind für das Licht und die Dunkelheit bei dem Ritual benötigt. Das heißt, wir haben kein Pokémon des Traumes in unseren Reihen. Alles schien verloren zu sein, doch wir würden das finale Ritual nicht durchführen können. Wir benötigten noch ein weiteres Pokémon. Doch, wie ich bereits mehrfach bemerken durfte, in dieser Welt geschehen Wunder. Sie haben mich schon oft gerettet. Und nun sollte eines von ihnen alle Welten retten. Wir verbanden die Elemente, trotz unseres fehlenden Teils. Meine Zeitlupe wirkte nur noch sehr bedingt und wir hatten keine Wahl mehr. Doch in dem Moment, in dem sich alles bündelte, bemerkte ich etwas neben mir. Dort stand ein Pokémon, das vorher nicht da war. Es sah sehr blass aus und war sogar beinahe durchsichtig. Es gab uns nötige Kraft. Es gab uns das Element des Traumes. Dieses Pokémon war das Pokémon, welches mir bei Latios Beschreibung über dieses Element zuerst in den Sinn gekommen war. Sasam. Die anderen hatten ihn auch bemerkt. Als die Elemente verbunden waren, sah er nur kurz in unsere Runde und lächelte mir zu. Dann verschwand er wieder ins Nichts. Sasam? Doch es war soweit. Alle Elemente waren an einem Punkt vereint. Die dunkle Macht bewegte sich wieder normal. Was soll das? Was tut ihr da? Das könnt ihr doch nicht! Doch es war zu spät für sie. Ein Strahl fuhr in sie hinein. Sie löste sich auf und verschwand zusammen mit dem reinen Element ins Nichts. Es war vorbei. Die dunkle Macht war vernichtet. Ein für allemal. Kurz standen wir alle einfach da, um wieder etwas zu Atem zu kommen. Doch schon nach kurzer Zeit ging Günther zum noch bewusstlosen Lottecke. Die anderen gingen ihm schnell nach. Nur ich stand noch am selben Fleck und ich hatte nur einen Gedanken im Kopf. Es ist geschafft. Mein Leiden sollte endlich ein Ende finden. Nach all dieser Zeit. Alle anderen standen bei Lottecke
Und ich sah ihnen von meinem Platz aus zu. Dabei musste ich einfach lächeln. Ich hatte helfen können, ihre aller Welten zu retten. Ich sah im dunklen Glas am Boden, dass sich meine Farbe von der des dunklen Rächers wieder zum normalen Floink färbte, der ich sein würde. Nach wenigen Momenten sah ich wieder aus, wie noch vor meiner Reise zum Berg der Wahrheit. Nun war die Zeit angebrochen, in der die Wunden dieser Welt heilen konnten. Auch ich hatte einiges verloren. Heimat, Identität und meinen besten Freund. Doch irgendwann würden auch meine Wunden heilen, so dachte ich. Doch etwa 30 Sekunden, nachdem ich wieder normal wurde, durchzuckte mich ein plötzlicher Schmerz. Die Welt vor meinen Augen färbte sich rot. Ich fühlte mich, als würde ich mich auflösen. In diesem Moment realisierte ich, was geschah. Die dunkle Macht war vernichtet worden, ein für allemal. Licht und Dunkelheit verschwanden. Günthers reines Element war vermutlich auch gerade am Verschwinden, doch seine Seele war wieder stabil genug, um zu überleben. Und bei mir schwand die dunkle Macht. Und ich war die dunkle Macht. Unser Sieg hieß mein Verschwinden. Als ich all dies realisiert hatte, sah zum ersten Mal, seit sie zu Lord Ecke gegangen waren, jemand zu mir. Latias drehte sich in meine Richtung. Man sah mir ihrer Reaktion nach wohl an, dass mein Zustand sich verschlechterte. Floink, was passiert mit dir? Was ist los? Die anderen bemerkten nun auch, was mit mir geschah. Sie alle kamen zu mir für einen letzten Abschied. Ich erhalte meine gerechte Strafe für alles, was ich getan habe. Was? Warum Strafe? Du hast unsere Welt gerettet. Alle Welten. Ich merkte, dass nun der Zeitpunkt gekommen war. Sie hatten mir so lange geholfen. Sie hatten es verdient, die Wahrheit zu erfahren. Außerdem würde es nun sowieso nichts mehr bewirken. Ich habe euch noch nicht die ganze Wahrheit erzählt. Über das, was ich auf dem Berg der Wahrheit herausgefunden habe. Auch damals, als ich den Splitter für Günthers Seele bekam, als wir uns alle sicher waren, dass meine Vision nur ein Albtraum gewesen war. Es war kein Albtraum gewesen, sondern eine Szene aus meiner Vergangenheit. Damals, in der dunklen Welt, führten Parallelversionen von euch das Ausgleichsritual ebenfalls durch, um die dunkle Macht zu vernichten. Sie hatten jedoch nicht die Dunkelheit auf ihrer Seite und somit scheiterten sie. Anstatt die dunkle Macht zu vernichten, hatten sie sie in zwei geteilt. Die neu entstandene zweite Macht wurde durch ein Leck im Raumzeitkontinuum in eine andere Welt gebracht, um dort ohne Erinnerung an alles aufzuwachen. Dieser Tag war der, an dem ich Bisasam kennengelernt hatte. Kurz nachdem ich inmitten des Seelenwaldes aufgewacht war, ohne jegliche Erinnerung. Warte, willst du damit etwa sagen? Ja, Hydropi, ich bin nichts anderes als die dunkle Macht selbst. Genauer gesagt, ihre zweite Hälfte, der sogenannte dunkle Rächer, der dazu bestimmt ist, sein anderes Selbst zu bezwingen. Ich bin schuld an all den Opfern des Krieges. Ich bin schuld an all der Zerstörung. Ich bin sogar schuld an Bisasams. Alle schwiegen, während ich langsam vor mich hinschwand. Nach einer Weile jedoch begann Günther zu sprechen. Floink, du bist nicht schuld an dem, was geschehen ist. Du bist derjenige, der dafür gesorgt hat, dass noch irgendetwas existiert. Nein, das stimmt nicht. Er hat recht, Floink. Du hast das, was hier dir geschehen ist, nicht verdient. Du hast dieses gesamte Abenteuer durch nur gelitten. Du hast alles geopfert. Warum musst du jetzt gerade gehen? Floink, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber jetzt ist es wahrscheinlich ohnehin zu spät. Wir können leider nichts mehr für dich tun. Aber auch, wenn ich dich nur so kurz kannte, ich bin froh, ein Pokémon wie dich kennengelernt zu haben. Jemanden wie dich werde ich nie wieder treffen. Ja,
Ihr alle versucht doch nur, mich aufzumuntern. Ich konnte die Tränen inzwischen nicht mehr zurückhalten. Du hast recht, Floink, das wollen wir. Doch deswegen ist es nicht gelogen. Du bist anders als dieses Wesen. Du bist etwas Besseres. Du bist ein besseres Pokémon, als einer von uns es je sein könnte. Ich wusste nicht mehr, was ich sagen sollte. Ich wusste, ich würde in wenigen Sekunden verschwinden. Ich will einfach nur bleiben. In dieser Welt. Hier, bei euch. Ich wollte doch von Anfang an nichts als ein normales Leben. Ich war nun dabei, ein für alle Mal zu verschwinden. Es war bereits alles schwarz, doch ich hörte Günther noch reden. Wir werden nie vergessen, was du für alle Pokémon getan hast, Floink. Du bist ein wahrer Held. Und hier endet meine Geschichte. Die Finsternis wurde gebannt. Die Welt ist wieder normal. Und ich... Vielleicht werde ich irgendwann einfach vergessen. Vielleicht werden sich die Pokémon noch in Äonen von Jahren an mich erinnern. So etwas kann nur die stärkste Kraft des gesamten Universums wissen. Das Schicksal.